Kapitel 14. Ein Kampf auf Leben und Tod. Der Hakenheinz verbringt die ganze Nacht im Wirtshaus und trinkt diesmal noch mehr Männergetränke als sonst üblich. Zum Schluss zerschlägt er sogar einen Krug aus Freude, weil ihm das Getränk so gut schmeckt. Der Wirt ärgert sich sehr darüber, aber der Hakenheinz lacht nur und erklärt ihm, dass das ja der König bezahlt. Aber er will noch mehr. Dann stellt der Wirt ihm eine Flasche mit einem Korken hin und erklärt ihm, dass das sein letztes Glas ist und er es bitte nicht auch noch zertrümmern soll. Der Hakenheinz versichert ihm, dass er es nicht zertrümmern wird. Er hat nämlich einen ganz anderen Plan, denn er wird es einfach stehlen. Nämlich, damit er auch unterwegs was trinken kann. Der Wirt ruft zwar, dass er es bitte im Wirtshaus lassen soll, aber der Hakenheinz lacht und ruft ihm beim Verlassen des Wirtshauses zu, dass er ihm vielmals dankt für dieses schöne Geschenk. Dann geht er nach Hause und legt sich schlafen. Noch in der Nacht bekommt er schreckliche Kopfschmerzen. Er zertrümmert die ganze Einrichtung seiner Wohnung. Aber diesmal nicht aus Wut, sondern aus Schmerz, da er die Kopfschmerzen nicht mehr aushält. Am nächsten Tag besucht ihn der König und will wissen, wann er denn wieder das Seeungeheuer jagt. Aber der Hakenheinz schreit nur, dass er so starke Kopfschmerzen hat und momentan gar nichts mehr jagt, sondern gleich mit dem Kopf durch die Wand rennt vor Schmerzen. Der König ruft sofort seine besten Mediziner, damit die den Hakenheinz untersuchen und herausfinden, woher diese schrecklichen Kopfschmerzen kommen. Alle Mediziner aber sind ratlos, denn der Hakenheinz ist körperlich in einem Top-Zustand. Nur einem Arzt fällt etwas auf. Der Hakenheinz hat auf der Stirn eine Narbe, die stark pocht und leicht blutet. Der Arzt fragt den Hakenheinz, woher er diese hat. Der Hakenheinz kann sich nicht mehr daran erinnern, sich in letzter Zeit am Kopf verletzt zu haben. Die Kopfschmerzen sind so stark, dass er seine neue Flasche mit einem Getränk für echte Männer in einem Zug ausdrängt und sich dann schlafen legt. Der König ist sehr besorgt um den Hakenheinz und alle Mediziner sind ratlos. Der Hakenheinz hingegen schläft und schnarcht. Der Arzt, der die Narbe am Kopf des Hakenheinz entdeckt hat, bleibt neben seinem Bett sitzen und will ihn weiter beobachten. Der König ist damit einverstanden. Die ganze Nacht dreht sich der Hakenheinz im Bett und schläft sehr unruhig. Der Mediziner gibt ihm verschiedene Tränke zur Beruhigung, aber keiner wirkt. Um Mitternacht wird es besonders schlimm. Der Hakenheinz schlägt um sich und schreit immer wieder, »Es greift an! Es greift an! Es zerstört die Stadt! Wir sind nicht vorbereitet drauf! Alles wird zerstört! Es greift an! Es greift an! Es greift an!« Der Mediziner hält diese Aussagen nur für Halluzinationen, die sein Fieber verursacht. Aber der Hakenheinz schreit im Schlaf immer wieder, dass es angreift und alles zerstört. Dann reißt er die Augen auf, springt aus dem Bett und rennt wie ein Verrückter hoch zum König. Der König schläft, wird aber vom Hakenheinz gepackt und angeschrien, dass das Seeungeheuer bald die Stadt angreift und sie sich darauf vorbereiten müssen. Noch bevor der König richtig wach ist, schleift der Hakenheinz ihn in das Beratungszimmer. Auch der Mediziner läuft in das Beratungszimmer und will den Hakenheinz beruhigen, aber dieser ist außer sich und schreit, dass alle ihre Klappe halten sollen und er jetzt Instruktionen gibt, wie man die Stadt verteidigen kann. Der König weiß nicht, was mit dem Hakenheinz los ist, aber er vertraut ihm und lässt alle Befehlshaber der Armee kommen, um die Instruktionen zu erfahren. Der Hakenheinz erklärt, dass es am Tag des Angriffs einen starken Sturm und Regen geben wird. Deswegen müssen alle Kanonen festgebunden werden, außerdem überdacht werden und das Schwarzpulver muss in wasserdichte Behälter, damit es nicht nass wird. Die Geschütze der Pfeile und Harpunen müssen von den Türmen runter, denn die zerstört das Seeungeheuer als erstes mit Steinen, die es schleudert. Die Geschütze müssen auf der Stadtmauer errichtet werden, aber nur an den seitlichen Türmen, denn es wird eine große Flut geben, die sie sonst von der Mauer reißt. Es wird viel zerstört werden, deswegen müssen alle wichtigen Posten in der Stadt, vor allem an der vorderen Mauer zum Meer, sehr gut und stabil überdacht werden. Außerdem braucht man innerhalb der Stadt große Löcher im Boden, durch die das Wasser schnell wieder abfließen kann, denn sonst säuft die ganze Stadt ab. Nur, wenn sie das alles möglichst schnell errichten, sind sie dem Angriff des Seeungeheuers gewachsen. Jeder im Raum schweigt, denn keiner kann so recht glauben, was der Hakenheinz ihnen da gerade erzählt. Den Hakenheinz interessiert das nicht, er schreit, dass man keine Zeit zu verlieren habe
und man alles gefälligst so stabil wie möglich bauen soll. Dann fällt er völlig erschöpft in Ohnmacht. Wieder sind alle sprachlos. Dann fragt einer der Befehlshaber, was man denn jetzt machen soll. Ein anderer entgegnet, dass sie diesen verrückten Spinnereien wohl nicht wirklich glauben wollen, denn hier in der Stadt gab es seit Ewigkeiten keine Stürme und Regenfälle mehr. Der König überlegt. Dann aber verkündet er, dass der Hakenheinz ihn noch nie enttäuscht hat und es ohne ihn die Stadt gar nicht mehr geben würde. Deswegen wird alles genau so gemacht, wie der Hakenheinz es erklärt hat. Jede in der Stadt packt mit an und innerhalb von 4 Tagen haben sie es tatsächlich geschafft, die Stadt so umzubauen, wie der Hakenheinz es erklärt hat. Dann warten alle auf den Angriff. Aber am ersten Tag nach dem großen Umbau ist es so ruhig und friedlich wie eh und je in der Stadt. Die Sonne scheint und das Meer ist ganz ruhig. Auch am zweiten Tag ist alles friedlich und ruhig. Die Soldaten beginnen zu tuscheln, dass sich der Hakenheinz das alles nur eingebildet hat und er ja sowieso verrückt ist, was ja allgemein bekannt ist. Man kann auch nicht verstehen, warum der König überhaupt auf ihn hört und nicht auf seine Soldaten. Der Hakenheinz selbst liegt immer noch im Bett und schläft. Er hat immer noch Fieber, seit er zusammengebrochen ist und ist seitdem nicht einmal aufgewacht. In der Stadt weiß jeder, was ihnen laut dem Hakenheinz für ein harter Kampf bevorsteht. Aber da nichts passiert, verlieren immer mehr Menschen die Angst vor einem Angriff und vertreiben sich die Zeit lieber mit Kartenspielen oder anderen Sachen, die ihnen Spaß machen. Alle in der Stadt sind so beschäftigt mit ihren Spielen oder unterhalten sich so angeregt, dass sie gar nicht merken, dass sich der Horizont schon langsam verdunkelt. Auch die Soldaten sind durch Spiele abgelenkt oder schlafen einfach und merken nicht, dass es dunkler wird und die Wellen im Meer stärker werden. Erst als die erste große Welle gegen die Stadtmauer schlägt und so viel Wasser über die Mauer schleudert, dass alle schlafenden Soldaten ihre natürliche Meerdusche bekommen, merken die Leute und die Soldaten, dass das Wetter sich drastisch verschlechtert hat. Die Soldaten können gar nicht glauben, dass sich das Wetter so schnell so verschlechtern kann. Aber da kommen auch schon die nächsten Wellen und verpassen die Soldaten die nächste Dusche. Keiner hat jetzt noch einen Zweifel daran, dass der Hakenheinz recht hat und der Befehlshaber befiehlt, dass man alle Kanonen bereit machen soll. Die Wellen werden noch stärker. Zum Glück haben sie Dächer gebaut, wie der Hakenheinz es vorschlug, damit das Wasser nicht auf die Kanonen und die Soldaten selbst läuft. Die Wellen werden noch stärker. Immer mehr Wasser dringt in die Stadt ein. Aber da sie auch die Löcher in den Boden gegraben haben, kann es gut abfließen und es muss niemand Angst haben, dass die Stadt absäuft. Jetzt beginnt es auch noch zu regnen. Es schüttet wie aus Kübeln. Zum Glück haben die Soldaten die Dächer sehr stabil gebaut, sonst würden sie den Wassermassen nicht standhalten. Auch die Wellen werden noch stärker. Alle Bewohner der Stadt hören ein seltsames Geräusch, das noch nie jemand gehört hat. Thank you.
dann passiert es. Ein Felsbrocken wird direkt aus dem Meer auf die Stadt geschleudert und zerstört einen Turm. Die Soldaten flüchten vor den herunterstürzenden Trümmern, bleiben aber wie versteinert stehen, als sie auf das Meer blicken. Denn dort sehen sie es tatsächlich. Das Seeungeheuer. Nach einer Schrecksekunde schreien die Befehlshaber, dass alle Kanonen geladen und abgefeuert werden und man mit Pfeilen und Harpunen auf das Seeungeheuer schießen soll. Das Seemonster schleudert weiterhin Felsbrocken in die Stadt und zerstört damit noch weitere Türme und Häuser. Dann erzeugt es mit seinen Tentakeln noch stärkere Wellen, die noch mehr Wasser in die Stadt schleudern. Die Soldaten schießen alles, was sie haben, auf das Seeungeheuer, aber dieses ist weit entfernt von der Stadt und schwer zu treffen. Es schleudert weiter Felsbrocken in die Stadt und zerstört noch mehr. Während die Soldaten weiter auf das Seeungeheuer schießen, merkt einer der Soldaten, dass das Wasser nicht mehr abfließt. Und er schon fast bis zu den Knien im Wasser steht. Der Grund dafür ist, dass die Trümmer der Türme und Häuser die Löcher verstopfen, durch die das Wasser eigentlich abfließen soll. Der Befehlshaber weist die Bewohner der Stadt an, dass sie die Löcher wieder freischaufeln sollen, aber die haben zu viel Angst davor, von einem Felsen erschlagen zu werden und laufen einfach davon. Das Wasser steigt noch weiter. Lange dauert es nicht mehr und die Kanonen, das Schwarzpulver, werden nass. Dann können sie diese nicht mehr abfeuern. Sie versuchen noch, die Kanonen woanders hinzutragen, aber die Kanonen sind viel zu schwer zum Tragen. Zu ihrer aller Unglück beginnt es nun auch noch zu stürmen. Die Wellen werden noch stärker. Immer mehr Wasser dringt in die Stadt ein und die Wellen werden noch stärker. Dringt noch mehr Wasser in die Stadt ein, das Wasser steigt weiter. Auch das Seeungeheuer kommt jetzt näher und schleudert weiter Felsbrocken in die Stadt. Und auf die Kanonen. Immer wieder schafft es das Seemonster mit der Felsbrocken ein Loch in die Stadtmauer zu schlagen. Viele Soldaten ertrinken, die anderen schaffen es gerade noch so, sich zu retten, auf eine höhere Stelle der Stadtmauer. Sie versammeln sich bei dem letzten Schussgerät, das noch nicht zerstört wurde, wissen aber genau, dass sie chancenlos sind. Als das Seeungeheuer sich ihnen nähert, sind sich alle sicher, dass dies heute wohl ihr letzter Tag auf Erden ist. Es regnet immer noch sehr stark. Der Wind weht und die Sicht ist stark eingeschränkt. Trotzdem glaubt ein Soldat ein Schiff zu erkennen und ruft zu Ladakan: Ein Schiff! Da ist ein Schiff! Hier sind wir! Hilfe! Hilfe! Die anderen Soldaten suchen auch verzweifelt nach dem Schiff und tatsächlich können sie es nun auch erkennen. Ein Schiff fährt mit großer Geschwindigkeit direkt auf das Seeungeheuer zu. An Bord natürlich der einzige, der das Seeungeheuer zur Strecke bringen könnte, nämlich der Hakenheinz. Er ist wild entschlossen,
dass Sion gehört, diesmal endgültig zu besiegen. Er murmelt: Da bist du ja, du elendige Bestie. Jetzt noch ein Schluck aus der Pulle, das hilft beim Wahnsinnigsein. Und dann heißt es: Du oder ich. Der Hakenheinz zieht den Korken aus seiner Flasche, nimmt einen großen Schluck aus der Flasche. Dann steuert er weiter mit voller Geschwindigkeit auf das Seeungeheuer zu. Auch das Seemonster hat ihn entdeckt und macht sich für einen Kampf mit ihm bereit. Der Hakenheinz fährt direkt auf das Seeungeheuer zu und feuert seine große Harpune ab. Das Seemonster aber schafft es auch, mit seinen Tentakeln ein Loch in das Schiff zu schlagen. Der Hakenheinz dreht um und attackiert das Seeungeheuer weiter, beschießt es nochmal mit einer großen Harpune und landet einen Volltreffer. Das Seeungeheuer ist verwundet, greift aber weiter an und schlägt nochmal ein Loch in die Bordwand. Der Hakenheinz feuert wieder eine große Harpune ab und wieder ein Volltreffer. Leider schafft es das Seemonster, die Schussvorrichtung für die Harpune vom Schiff zu reißen. Somit kann der Hakenheinz nicht mehr auf das Seeungeheuer feuern. Das Seemonster ist jetzt noch stärker verwundet und versucht, das Schiff des Hakenheinz zu zertrümmern. Aber zum Glück ist der Hakenheinz heute besonders gut drauf und das Schiff ist heute besonders schnell, wegen dem starken Wind. Und deswegen ist es für das Seeungeheuer noch sehr schwer zu erwischen. Doch dann passiert es. Eine besonders hohe Welle erfasst das Schiff des Hakenheinz und er verliert kurzzeitig die Kontrolle. Ein Tentakel des Seemonsters erwischt ihn und schlägt ihn weg vom Ruder auf den Boden des Schiffes. Er kann sich heute zwar wieder schnell aufrichten, jedoch schlägt ein Tentakel nach dem anderen auf das Schiff ein und versucht den Hakenheinz zu erschlagen. Mit letzter Kraft kämpft der Hakenheinz sich hoch zum Ruder, dreht das Schiff und schaut dann dem Seeungeheuer direkt in die Augen. In diesem Moment ist ihm klar, jetzt geht es um alles oder nichts. Er sieht, dass sich hinter ihm eine große Welle aufbaut. Und so steuert er sein Schiff in Richtung Seemonster und fährt direkt auf dieses zu. Er weiß, dass er jetzt nur noch eine Chance hat, das Seeungeheuer zu besiegen, nämlich indem er es rammt. Und deswegen nimmt er noch einen Schluck aus seiner Flasche, denn das hilft ja bekanntlich beim Wahnsinnigsein. Das Seemonster brüllt. Schwimmt auf das Schiff zu. Der Hakenheinz hält Kurs und kommt dem Monster immer näher, bis er kurz davor ist, dieses zu rammen. Die Welle hinter ihm gibt dem Schiff zusätzliche Antriebskraft. Dann aber bewegt sich sein Schiff nicht mehr. Das Seeungeheuer hat es mit seinen Tentakeln fest im Klammergriff und versucht es zu zerbrechen. Es knarzt überall und der Hakenheinz sieht keine Möglichkeit, sein Schiff zu befreien. Diesmal ist sogar er ratlos. Doch dann geschieht fast sowas wie ein Wunder. Der Wind dreht sich, bläst direkt in die Segel des Schiffes. Größere Welle erfasst das Schiff. Diese Welle ist so stark, dass es das Schiff des Hakenheinz nach vorne drückt und es das Seeungeheuer mit dem spitzen Balken vorne am Schiff durchbohrt. Das Seemonster schreit laut auf, aber dann lässt es das Schiff los und sinkt langsam zu Boden auf den dunklen Meeresgrund.